Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht unsere Reise. Und wir hoffen, dass es heute weitergeht. Ich bin gerade verwirrt, warum hier nichts läuft. Und es läuft nichts, weil wir keine Kohle haben. Ich bin gerade noch verwirrt. Okay, warum haben wir keine Kohle? Haben wir gerade so viel Energieverbrauch? Nein. Haben wir gerade irgendwelche anderen Probleme, die ich übersehe? Habe ich doch irgendwo was weggerissen, was ich nicht hätte wegreißen sollen? Weil die sind ja hier gar rappelpappelt voll. Also, hier laufen sie ja noch nicht mal alle. Oder? Laufen die auf Hochtouren? Nö. Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hier einfach den da und den da und den da ausmache? Okay, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich bin mal wieder ein bisschen verwirrt, aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja, ist das dieser Plan hier? Das sieht schwer danach aus, dass das dieser Plan ist. Wir hätten hier Platz für 10 bzw. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben da schon 10 Stöhn. Wir haben hier 10 Stück stehen. Aber irgendwie. Okay. Gut, jetzt kommt auch wieder Kohle darüber. Aber ich frage mich gerade wirklich, wie das passieren konnte gerade. Naja, jetzt läuft es wieder. Alles ist in Ordnung. So, und unsere Sniper ist jetzt gleich fertig. Endlich. Oh, oder auch nicht. Ein Schub fehlt noch. Moment. Den kriegen wir aber hin. Wir tricksen mal ein bisschen. So, und dann dürfte es eigentlich fertig sein. Und dann werden wir die LTN-Signale noch direkt hinterher pfeffern. Die sind gerade wichtig. Genau. Bad Erne läuft. Somit kriegen wir jetzt zwei Flächen rein. Und das dürfte eigentlich reichen. Hoffe ich doch. So, wir können ja schon mal reingehen. LTN, da, die da. Die da hätte ich gerne. 1%. Ich hoffe. Ja, perfekt. So, wir können jetzt endlich die Sniper bauen. Okay, wir brauchen Glas und Stahl. Glas und Stahl. Stahl haben wir hier ein bisschen, das weiß ich. Klack, klack. So, Stahl haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glas. Glas machen wir hier. Ich brauche auch nur eigentlich ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. So, den Rest kannst du gerne wieder haben. Hier, schenke ich dir. Gut, wir haben einen Sniper. Oder wir haben die Sniper, besser gesagt. Ja, die Sniper ist halt wirklich sehr, sehr gut. Warum ist sie sehr, sehr, sehr gut? Die schießt mir jetzt gleich über die halbe Map. Ich habe die nämlich, wie gesagt, ein kleines bisschen angepasst, weil mir diese Mobs hier wirklich voll auf den Geist gingen. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich möchte schon gerne mit Mobs spielen. Warum? Ich finde das eigentlich ganz cool. Man hat halt wirklich kaum Chancen gegen die. Also doch, man hat schon Chancen, wenn man sich da hinstellen würde und das anständig machen möchte, aber naja.
Ich mache es halt eben nicht anständig und von daher kann ich es auch nicht. So, wir ändern die da. Die können wir die einfach wegschmeißen. Wo sind die jetzt hin? Oh, okay, gut. So, und somit sehen wir jetzt, diese kann halt über die halbe Map schießen. Ja, und damit kann ich dann auch anfangen, hier ein bisschen mir Platz zu schaffen. Heißt also, ich werde dann im nächsten Stream oder in den nächsten Tagen ein bisschen offstream die Welt vergrößern. Ich zeige einmal, was ich meine damit. Heißt also, ich laufe jetzt da vorne mal hin, da vorne oben. Da müssten jetzt gleich Viecher aufkreuzen. Genau da. Okay, das ist jetzt falsch, aber ich kann von hier aus ballern. So, genau. Hier unten sind auch welche. Genau, und dann sieht man, die schießt halt schon einen Kilometer oder zwei oder drei Kilometer weit. Ja. Ist zwar nicht schön, aber es ist hilfreich. Es ist wirklich hilfreich. Genau, und damit können wir die eigentlich relativ easy da wegmachen. Wenn ich jetzt ein bisschen weiterlaufe, der findet halt die Gegner ganz gut. So, wir haben hier aber noch ein paar Klippen. Können wir uns auch direkt mal drum kümmern, wenn wir schon mal hier sind. So, genau, da werden wir dann später, oder werde ich dann später mal ein bisschen hier aufräumen. Da braucht ihr jetzt, glaube ich, nicht wirklich bei zu sein. Hier passiert halt nichts. Außer, dass ich hier 12 Mobs mir abschieße. Warum habe ich die Sniper bearbeitet? Ja, ich hätte auch irgendwas anderes abarbeiten können. Das ist mir bewusst. Aber ich bin ganz ehrlich, so ist es noch irgendwo, ja, nicht legit. So, hey, der schießt ja auf einen halben Kilometer. Aber, ja. Später werde ich so oder so das Ganze mit Artillerie machen und dann werde ich einfach einen Zug in der Gegend rumfahren lassen und dann ist gut. Also die Artillerie macht nämlich genau dasselbe. Also sagen wir mal ehrlich, ich hätte jetzt auch gucken können, wann die kommt. Die wird irgendwann ganz spät kommen. Also das dauert noch ganz, ganz, ganz lange. Aber mit der würde ich das ja genauso machen. Einen Zug bauen und dann fahren lassen, bis hier alles Unkraut weg ist. So, die Insel ist nämlich jetzt zum Beispiel auch durch. So, hat ein bisschen gedauert und easy going. Gut, aber das ist egal. Okay, wir laufen wieder zurück. Und werden mal gucken, wo wir jetzt da weitermachen. Also wir hatten ja jetzt hier unten geplant mit der Logistik. Das bedeutet für mich eigentlich, wir können wirklich starten, dass wir uns unseren ersten City-Block komplett erstellen. Das hier werden wir auch so lassen. Wie gesagt, da werde ich, das werde ich mir nachher als Blueprint einmal, glaube ich, mal machen oder so. Oder wir werden es auch später erst machen. Aber ich möchte jetzt den ersten City-Block vervollständigen mit euch. Das bedeutet, wir werden jetzt einmal oben ein bisschen shoppen gehen. Wir brauchen noch ein paar Schienen. Wir brauchen eigentlich die Züge, aber diese Züge sind eigentlich, was heißt Züge? Die Haltestellen, aber das ist wichtig, nicht wichtig, noch nicht wichtig. So, wir laufen ganz kurz nach oben. Wir holen uns hier einen Satz Schienen, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen einen Satz Ampeln, noch einen Satz Ampeln. Wir brauchen, wie viele Lampen haben wir noch? Okay, Lampen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir bräuchten aber nochmal lange Stromabnehmer, hier, sowas. Achso, und wir brauchen natürlich hier die Bilder. Also selbst bauen tue ich das Ganze natürlich alles nicht. Habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, und dann dürften wir eigentlich schon loslegen können. Den Bau haben wir jetzt schon gesagt, wie wir es machen. Heißt also eins Kreuzung, eins ab und dann ab die Fahrt. So, wir gehen schon mal ändern schon mal die Ansicht. Hier können wir auch schon mal ändern. So, dann laufen wir hier mal kurz runter. Achso, hier brauchen wir es natürlich jetzt nicht, ne? Also, wir werden natürlich nur eine Ein- und Ausfahrt machen. So, das heißt, die nächste Ausfahrt, die wird es dann, jetzt muss ich mal ganz kurz suchen, komplett falsche Richtung, glaube ich. Jo.
So, das ist... Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist Nummer 1 gewesen, okay. Dann ist das Nummer 2. So, wir laufen nochmal ganz kurz nach oben, dass hier auch wirklich alles gebaut wird. So. Das ist Nummer 2. Jetzt müssen wir tatsächlich doch hier noch ein bisschen Randale machen. Da müssen wir doch noch mal ein bisschen Randale machen. Hier muss alles weg. Alles muss hier weg, weg, weg. So, und dann haben wir da unten noch 2. Der erste Cityblock ist eigentlich immer so der schwerste, weil man immer so ein bisschen für sich entdecken muss so, oder überlegen muss, hey, wie möchtest du überhaupt bauen, wie hast du dir das vorgestellt und bla bla bla. Also so geht es mir auf jeden Fall immer. Der erste Cityblock ist für mich immer der schwerste, weil ich weiß oft nicht, so hey, wie willst du eigentlich diesmal bauen? Ist das dann so gut? Möchtest du das lieber doch nochmal ändern? Und bla bla bla. So, und deswegen ist das für mich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht immer so einfach, weil ich da auch nicht immer so der entscheidungsfreudigste Person bin. Freudigste Person, ach wie auch immer. Einfach aus dem Grunde so, hey, du hast eigentlich so viele Möglichkeiten. Du hast wirklich so viele Möglichkeiten. Und es sind immer 4. Moment. Also das müssten 4 sein. 1, 2, 3, 4. Okay, hier hat er einfach nur den Dingsbums vergessen, alles klar. Heißt also, da kommt der nächste hin. So, hier müssen wir nochmal ein bisschen aufräumen. Dann müssen wir nochmal hochgehen und bauen. So, für die Citybox-Builds werde ich euch wohl dann nicht immer mitnehmen. Also, wenn es mal vorkommt, ja. Wie jetzt gerade so beim ersten, werde ich euch jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Später im Verlauf, glaube ich, werde ich das immer so offscreen nebenbei mal neben machen, dass wir einfach ein bisschen wachsen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so relevant für euch ist oder so sehenswert, sagen wir es mal so. Ja. Weil ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas ändern wird. Ich baller jetzt hier die halbe Map und mache irgendwelche Mobs weg. Dann mache ich ein bisschen Landauffrischung, ein bisschen Schienen dahin und schlussendlich mehr ist es hier eigentlich gar nicht. Ne? Also hier ist nichts Interessantes. Also ich glaube schon, dass ich euch ein, zweimal mitnehmen werde noch, aber ich werde einige Inseln einfach off-stream oder off-video erzeugen. So, die nächste Insel ist jetzt auch gleich weg. Die müssen wir auf jeden Fall machen, weil wir da auf jeden Fall lang wollen gleich. So viele sind es aber jetzt auch nicht mehr. Wir warten kurz noch. So, da sind noch 2 Stück, wenn ich das richtig sehe. Wir können auch nicht weiter raus scrollen. So, und jetzt noch einer. Genau. So, jetzt müssten eigentlich alle gewesen sein. Jupp, waren auch alle. Perfekt. So, ups, da war noch ein Fehler drin. Okay, das heißt, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Bis hierhin war es, ne? Genau. So, jetzt kommt hier die Kreuzung hin. Klack, klack. Da unten ist nochmal so ein kleines Dorf. Werden wir auch direkt mal beseitigen. Wir können leider nicht näher dran. Meine Güte, überleben die lange hier. Gleich geht uns die Munition aus. Oh, viel schlimmer. Wir bauen schon mal neue. Was ist dann jetzt zu tun? Also wir bauen jetzt den ersten Cityblock. Im ersten Cityblock kommt auf jeden Fall dann die Schlagger rein. Da werden wir dann so, was weiß ich, 10, 20 Maschinchen da einfach mal rein platzieren, bevor wir dann den oberen Sprung irgendwann runterbauen.
wenn wir die ersten 10, 20 da drin haben, werden wir einen Zug bauen, der die Schlange dann zu zwei Positionen fährt. Einmal umwandeln Schlange zu Rohstoff und einmal Schlange zu Sand. Das wären dann zum Beispiel zwei weitere Cityblocks schon. Heißt also, wir haben ziemlich schnell drei Stück. Und das nur für ein Material zu abzuarbeiten. Wir werden damit Prioritätlisten arbeiten. Bedeutet, sobald die Schlange in der Rohstoff nicht mehr benötigt wird oder die gerade voll sind, dann darf er das auch gerne in die Sandproduktion schieben. Die Sandproduktion sollte eigentlich immer nur so ein Nebenprodukt sein. Genau. So habe ich das eigentlich bis jetzt immer gehandhabt. Bis jetzt hat das auch eigentlich immer so sehr gut funktioniert, muss ich sagen. So würde ich das einfach auch weitermachen. Weil wir werden später sehr viel Schrott bekommen, also sehr viel Schlagge, sehr viel Stein, sehr viel Mutt, den wir dann alles an diese eine Insel schleppen, wo Sand hergestellt wird. Da mache ich nämlich eine komplette Produktion aus Sand her, mit Stein, mit Mutt, mit Schlagge, mit allem drum und dran. Und irgendwas wird immer gebraucht. So. Okay. Dann bauen wir das. Dann haben wir die Seite auch fertig. So, und jetzt bauen wir jetzt nur noch darüber. Gucken wir mal. Ich hoffe, hier kommen nicht mehr allzu viele Gegner. So, wir laufen einmal rüber. Und ich hoffe, dass unser Sand reicht. Das ist ja viel schlimmer. So, da müssen wir doch nochmal aufräumen. Da müssen wir doch nochmal aufräumen. Ja, warum, also den City-Block finde ich eigentlich immer super schön. Hat den Hintergrund, ich mag Züge, dieses Gewusel wieder. Ich mag dieses Gewusel, auch wenn es Zuggewusel ist. Ich mag dieses, diese Planung dahinter auch vor allem. So, hey, wo muss was hin? Wie viel sollte da immer hin? Zu viel ist nicht gut, zu wenig ist ebenfalls nicht so gut. Wir müssen dann hin und wieder erweitern. Zum Beispiel Schlagge. Wir haben jetzt die ersten 100 da stehen und merken, oh scheiße, Schlagge ist jetzt nicht mehr so gut. Können wir auf die Insel selbst noch erweitern oder sprengt das dann einfach alles da? Sollten wir eine zweite Insel bauen? Genau sowas. Und wir müssen dann natürlich auch immer die Züge dazu auch planen. Ne? Also wie fahren denn die Züge dann dazu? Also das sind alles so Sachen, die ich mag das. Also dieses Planen, dieses, ne, also genau das ist so das, was ich wirklich super gerne mag. Deswegen, dieses City-Block-Bild war für mich, also ich habe Factorio viel gespielt vorher, dachte aber immer so, ja, irgendwas fehlt, irgendwie, ja, und dann kamen die Mods, dann habe ich das mit dem City-Bild und dann war bei mir eigentlich schon durch, also, ja, dann war bei mir tatsächlich Feierabend. Ab da war ich dann tatsächlich süchtig nach dem Spiel. Und das hat sich auch bis heute auch nicht geändert. Das ist das Schöne daran. Also ich spiele Factorio immer noch super gerne. Mal mehr, mal weniger, das ist klar. Ne? Aber wenn jemand fragt, hey, hast du Bock auf Factorio? Ich bin immer der Erste, der sagt, jo, natürlich. Dieses City-Block oder das, was ich jetzt spiele, das kann man eigentlich relativ gut oder sehr gut zu zweit, zu dritt spielen. Ein paar Zeiten vereinbaren, so wann gezockt wird und dann easygoing. Macht super viel Spaß, muss ich sagen. Auch mit mehreren, dann kann man da auch ein bisschen besser planen, ein bisschen besser haushalten. Und jeder weiß so ein bisschen, was er zu tun hat. Wie gesagt, also Factorio ist wirklich super Spiel für sowas, für viele Sachen. Wir tun mal ganz kurz neue Munition da rein. Apropos Munition, wir bauen auch nochmal neue. Ja, Factorio ist für mich so die dritte Liebe, sage ich immer. Die erste Liebe ist auf jeden Fall Minecraft. Das wird wohl auch immer so bleiben. Minecraft ist für mich immer noch das Spiel so, ey, ich habe gar kein,
keinen Bock, gerade irgendwas zu zocken. Ich mache Minecraft an und ich habe richtig Bock. Das gilt aber auch für RimWorld. RimWorld ist genauso was. Und Factorio ist, ja, Factorio gehört da auch zu. Also das sind so eigentlich so diese drei Spiele, wo ich immer sage, hey, geht eigentlich immer. Es geht eigentlich immer. So, wir laufen kurz hoch. Gucken erstmal, warum hier nicht weiter geforscht wird. Das wundert mich nämlich gerade so ein bisschen. Wir sehen noch gar nichts, weil ich nicht weiß, wo ich hingucken muss. Hello? Da oben. Es fehlen grüne Flächen tatsächlich. Die grüne Flächenproduktion ist sehr langsam. Aber das passt. Okay, wir brauchen neuen Sand. Wir brauchen neuen... wir brauchen neue Schienen. So. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir haben 16.000. Das dürfte jetzt gleich unten reichen. Für die restliche Chose. So. Okay, das war ein bisschen wenig Schienen. Ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zusehen. Ich mache jetzt die Insel hier einmal fertig, offscreen, beziehungsweise ohne. Und wir werden dann in der nächsten Folge weitermachen mit der ersten Produktion und ich hoffe mit dem Logistik, dass wir dann hier starten können. Genau, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!